Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Tech Team. Und ich muss euch jetzt mal wieder sagen, dass ich eine Folge unterschlagen habe. Ich habe gestern aufgenommen und er hat die Stimme nicht aufgenommen. Und nachsprechen finde ich irgendwie doof. Ich habe nämlich hier schon mal so ein bisschen den Abgang in den Keller gebaut. Ja, eigentlich war es das auch schon. Ich habe hier vorne dann noch so ein bisschen freigeräumt, weil hier soll Glas und vor dem Glas eben diese Zäune platziert werden. Und da kommt schon wieder irgend so ein Spasti. LOL. Ja, hat so wieder mal kurz geleckt. Aber ich wollte jetzt. Was ist denn das hier beim Sprinten immer? Da ruckelt da so komisch. Ja, also das Haus, ich fand es irgendwie blöd. So klein hier und jetzt setze ich halt hier noch so ein Komplex dran. Das mache ich auf der anderen Seite vielleicht parallel, also dass es symmetrisch ist. Und dann mal sehen, wie ich nach hinten gehe. Vielleicht baue ich auch noch so einen schönen Turm mit dran. Ich denke, werde ich auf jeden Fall machen. Und bevor ich jetzt weitermache, ich hatte ja vor zwei Parts wegen dem Generator nachgesehen, also wegen dem geothermischen. Und da brauchte ich diese Zellen. Und ich wusste nicht, wie die gehen, weil das hier nicht erklärt wurde. So, das habe ich aber nachgeguckt. Ich weiß jetzt, wie die funktionieren. Und zwar, glaube ich, mit diesem Tin Ingot. So. Oder sind. Das ist eine Kanne. Ja, also eigentlich stand es so drin. Aber vielleicht habe ich die falschen. Ich schau mal hier eben ein bisschen auf. Erstmal die Klötze alle weg. Vielleicht habe ich die falschen. Aluminium. Nein, es war schon dieses Tin, also dieses Zinn. Aha, so macht er auch ein Bucket. Lava Bucket Challenge. Ja, ich habe keine Ahnung, warum die Zelle jetzt nicht funktioniert. Brauche ich vielleicht ganz bestimmtes Zinn? Ich brauche wahrscheinlich das von Industrial Craft. Ich brenne jetzt einfach mal das hier. Genau. Power habe ich noch. Ich habe hier Kohle reingetan. Die hält schon recht gut, aber ich will mal wissen, was der geothermische Generator bringt, wenn ich da so einen Lava-Eimer reindrücke. Los, noch ein Stück. Und es sollten wohl 16 rauskommen, laut der Wiki. Wiki, ja, ich und meine Wikis. Ne, guck mal, er hat es doch hier dazu getan. Also das ist wirklich was anderes. Ich probiere es mal einfach so, wie ich es denke. Oder aber es war so. Ne, die waren auf jeden Fall so angeordnet. Da kommt aber nichts raus. Ja, ist wieder mal richtig super. Gut, dann baue ich weiter. Hier unten hebt man noch ein bisschen den Raum hier aus. Oh, Kupfer. Das finde ich ja auch nicht so oft, ne? Habe ich bestimmt genügend davon da. Ach so, und mit dem Solarpanel, da habe ich noch eine Idee. Die probiere ich jetzt auch gleich mal. Da habe ich das letzte Mal, ist mir das eingefallen. Gut, dass ich da jetzt dran gedacht habe. Hä? Und zwar, da muss ich gucken, wie diese Kabel gehen. Isoliertes Kupferkabel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Kabel dafür da ist, Strom zu transportieren. EU 128 EU, aha. Also Kabel habe ich nämlich noch da. Ich nehme jetzt einfach mal das Stück mit und habe mir vielleicht gedacht, nein, dass ich das
so nicht verbinden kann, das Solarpanel mit dem Generator, sondern dass das nur über diese Kabel geht. Das habe ich dummerweise nicht mehr genug isoliertes Kupferkabel, aber das kann ich mir ja machen, kein Problem. Und Kabel. Ach, hier unten. Ganz schön krass aus. Voll dick. Halt. So, Kabel da. So, ich lass mal die Kohle. So, jetzt hat der Solarpanel hier die Verbindung. Ist das überhaupt noch eins? Ja. Mal sehen, was passiert, wenn der jetzt durch ist hier. Hab ich hier gerade ein Skelett gehört? Verpiss dich, Junge. Der letzte hält sich aber wacker hier. Ah, das war's. Nee, der ist noch drin. Dann kannst du von mir aus noch ein bisschen Cobblestone braten. Vielleicht probiere ich es auch einfach mal. Ich nehme jetzt mal dieses Blei hier mit. Und Kupfer. Vielleicht geht ja auch daraus diese Zelle. Aluminium kann ich auch probieren. Das probiere ich jetzt auch mal. Ja, also. Das geht schon mal nicht. Mit Eisen geht es, glaube ich, auch nicht, oder? Öh, was ist das denn? Ein Rad, okay. So geht's auch nicht. Vielleicht mit den Platten. Habe ich da noch welche? Nee. Aber ich habe noch 31 Eisen. Da mache ich mir welche. Hier und hier. Mal 4 Stück. Und vielleicht auch hier. 1, 2, 3, 4. Okay, so ging's auch nicht. Mit den Eisenplatten ging's auch nicht. Okay, also keine Ahnung, was da das Internet erzählt. Ach so, ich bin voll. Voll wie eine Hupe. So, den Kram hier erstmal zurück. So erfüllt sich. Na gut, das ist jetzt gerade auch dunkel. Dann sortiere ich mal weiter aus. Nehme hier allerdings mal ein bisschen Cobblestone mit, den ich hier reinfülle zum Braten. Das ist Stone 1. Was ist denn da der Unterschied? Gar keiner. Ja, nimm's auf. So, hier die Sachen erstmal wieder zurück. Flintenkram hatte ich hier mit reingeschmissen, glaube ich. Ja, das brauche ich nicht. Essen behalte ich mal. Die Glasblöcke behalte ich jetzt. Oder? Die behalte ich? Doch. Den Kram hier hoch. Jetzt gehe ich hier schon wieder so blöd durch. Statt erst alles, was Blöcke sind, oben abzuladen. Halt. Sortieren bitte. Ich brauche die Steine. Habe ich hier gar nicht mehr so viel. So, jetzt hier unten den Kram rein. Der Dust geht da mit hin, das auch. Ja, das setze ich hier mit hin. Das ist eigentlich immer da. Die Lava brauche ich erstmal nicht. Nee, so und Essen. Und Essen geht auch schon wieder zu Neige. Die Stone Bricks behalte ich auch. Was? Ach, er macht da Platten draus. Oh, weia. Das war natürlich jetzt blöd. Ich habe da dann den falschen Stein reingetan. Ich muss da Cobblestone reinsetzen. Nein, oh, ist schon wieder das Falsche. Cobblestone. Nochmal gucken, ob er es richtig macht jetzt gerade. Und? Ja. Das passt. So, und jetzt ist ja hier eigentlich... Das ist jetzt in Betrieb hier. Ist der leer? Komplett? Aber guck mal. Er bekommt Strom. Durch das Solarpanel. Also habe ich jetzt doch dauerhaft erstmal
Ja, Strom, ich. Es wäre noch cool, ich hätte einen Speicher, dass der den ganzen Tag das speichert und dass ich nachts auch Strom habe. Dann guck mal, wie schnell er das verbrät. Gut, es ist auch erst ein Solarpanel, ich brauche wesentlich mehr. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Da gönne ich mir einen Apfel und gehe dann mal unten zu meiner Mini-Farm. So. Mal die Hand nehmen. Das war die Wolle. Die Baumwolle. So, und sieht's. Hä? Da, mach doch nicht so eine Faxen. Wenn wir eben fix nachpflanzen hier. So, dann kann ich mir ein paar Brote schmieren oder backen. Der ist ja eh immer trocken. Oder Brötchen. Ja, hier steht Bread, aber sieht aus wie Brot. Weed. Da rein. Und. Ach komm, Baumwolle, ich bring die jetzt nicht in die Kiste da. Ja, es geht sehr dürftig voran. Macht nichts. Jetzt will ich erstmal hier unten auch ausbauen. So, die Höhe ist eigentlich okay soweit. Ja, auch hier die Ebene auf dem Boden. Und vielleicht fange ich einfach von hier vorne an. Oder fange ich. Ach komm, ist doch völlig egal. Genau, hier kommt. Na, Zaun mit hin. Ach, da eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich nur hier immer so runtergehen. Der, der, der nicht. Also ich höhle das erstmal den umrissmäßig hier aus. Oh, da sehen wir schon wieder. Ja, bitte. Hier. Noch zweimal, das lasse ich hier aber bleiben wegen dem Wasser. Nur dass ich erstmal so eine Markierung habe. Ach, das kann ich wieder zumachen. Hab ja noch ein bisschen Dirt dabei. So, zu die Bude. Jetzt gehe ich einmal hier durch auf der Höhe. Jetzt in die Richtung. Jetzt wieder nach da. Ja. Gestern habe ich ja. Nach da. Gestern habe ich ja meine 100. Folge oder mein 100. Video hochgeladen. Da habe ich so ein kleines Special gemacht und zwar habe ich einfach mal gezeigt, wie die Server-Map aussieht, die ich mit meinen Brüdern habe. So. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Muss ja nicht alle interessieren. Jetzt hier rein. Wir werden auf jeden Fall. Hier unten in diese, genau, wollte gerade sagen, hier hinten in diese Höhle mitkommen. In meinem Keller. Aber das wollte ich ja sowieso zubauen. Das macht ja gar nichts. Da hatte ich ja schon gesagt, irgendwann wird das eh weg. Also weggemacht werden müssen, weichen. So, und dann ist ja hier gut, das Stück, da komme ich ja gar nicht mehr hin. Ich mache das erstmal nur mit Dirt zu. So, das ist jetzt. Man erkennt es hier gerade nur ein bisschen doof. Ich mache mal hier so die Fackeln hin, ne, an die Außenposition. Und jetzt hier nach drinnen einfach wegbauen. Und auf dem Server, da seht ihr halt mal, was ich gemacht habe, was ich noch vorhab, habe ich auch erklärt.
Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Let's Playen soll ab und zu, ob ihr das komplett sehen wollt, ob ich mit meinen Brüdern zusammen aufnehmen soll und Let's Playen. Wir könnten auch eine neue Karte anfangen. Ja. Allerdings müsste ich da echt viel nachbearbeiten, weil der eine Bruder, der niest ständig. Und sich muten kriegt er nicht hin. Also meistens nicht schnell genug, weil er da bloß am Laptop sitzt. Und Push-to-Talk macht das schon gar nicht. Also ist das auch alles eine kleine Soundfrage. Aber wenn ihr das wollt, hätte ich da kein Problem. Kann man ja mal machen. Wieso auch nicht? Kohle. Und hier Krabbel. Ja, das ist jetzt nicht so der interessante Part. Nee. Nimm mal hier Cobblestone. Mach das erstmal zu. Ja, auch die Wände ist erstmal egal, wie die aussehen. Du ragst noch ein bisschen zu sehr rein. Das stört mich auch mal im Kopf. So, nicht viel geschafft, aber rausgefunden, wie ich den Strom von dem Solarpanel in meinen elektrischen Ofen bekomme. Die Kohle nehme ich jetzt noch mit und das gucke ich mir auf jeden Fall gleich noch mal kurz an. Ich weiß echt, also ich muss dann als nächstes gucken, wie so ein Stromspeicher funktioniert, also wie man ihn craftet und also irgendwas muss es ja geben, wo man Strom speichern kann. Boah, hier ist aber viel Kohle. Eigentlich ist überall immer viel Kohle. Erstmal eine Fackel hinsetzen. Ich wurde auch bei der letzten Aufnahme überrascht. Da kam mir plötzlich einer reingelaufen. Ja, so richtig voran geht's nicht. Ich müsste eigentlich nochmal so ein Solarpanel bauen. Aber das war gar nicht so ohne. Was gab es denn noch? Da war doch letztes Mal noch was mit Solar. Genau. Distiller, keine Ahnung. Und was ich auf jeden Fall bauen muss, ist auch hier dieser Metal Former. Das ist okay, das weiß ich zwar jetzt nicht aus dem Kopf, aber was sind die Toolbox? Okay, nur eine Chest und Bronze Platten. Ja, was war das hier unten? Ach, das sind ja, keine Ahnung. Spulen, elektrische Spulen oder magnetische Spulen, die Strom erzeugen durch Magnetismus irgendwie so. Habe ich ja irgendwie nichts mit am Hut. Ich so ein bisschen weiß ich das halt nur noch aus Physik. Physik. Ach ja, genau hier. Solarpanel. Da wollte ich gucken. Den Metal Former, das ist jetzt hier kein Projekt mehr. Solarpanel. Also das war ja eigentlich einfach. Der Generator, okay, da brauchte ich diese Sachen. Ist aber machbar, beim nächsten Mal hier eine größere Solarpanelfläche zu installieren und dann auf jeden Fall auch zu gucken, wie dieser Speicher funktioniert. Es sind auch wieder ein paar Leute mehr auf dem Server jetzt. Leider nicht. Ich nehme sehr spät auf. Wir haben es 23:14 Uhr. Und kurz vor 23 Uhr habe ich aufgenommen. Und das ist jetzt so ein 15-Minuten-Part in etwa. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle auch mal: Danke fürs Einschalten. Bitte bewertet den Part. Schreibt Kommentare, wenn ihr irgendwas habt. Und dann sage ich mal: Bis zum nächsten Part. Tschüss.